Ja, liebe Zeiss-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Querpass, dem FCC-Fanmagazin. Ja, während unser FCC zuletzt mit 3 Heimsiegen am Stück zu alter Stärke zurückgefunden hat, tut er sich auswärts nach wie vor schwer. So gab es am letzten Wochenende in Zwickau trotz des Blitztores von Dominik Bock zur 1:0-Führung am Ende für unsere Jungs wieder nichts bei der Ziegner-Truppe zu holen. Zum Glück steht jetzt wieder ein Heimspiel an. Allerdings könnte die Aufgabe mit dem Tabellenführer SC Paderborn kaum anspruchsvoller sein. Wenn ein Liga-Primus im nächsten Spiel wartet und man selbst derzeit im unteren Tabellendrittel steht, ist die Vergabe der Favoritenrolle eigentlich klar. Aber ein Ding der Unmöglichkeit, Paderborn zu schlagen, ist es auch für den FC Carl Zeiss nicht. Erst recht in einem Heimspiel. Denn im Paradies überzeugte das Zimmermann-Team zuletzt. Völlig unverblümt spricht der Coach deswegen die gewaltigen Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsspielen an. Während der Motor in der Fremde stottert, zumindest was die Ergebnisse betrifft, ist sein Team im Abbesportfeld nicht umsonst wettbewerbsübergreifend seit 6 Spielen ungeschlagen. Weil wir es in den Heimspielen jetzt auf eine gewisse konstante Art und Weise geschafft haben, Leistung zu zeigen, gut zu spielen, gut und mutig zu verteidigen, dem Gegner oder den Gegnern wenig zuzulassen, wenig Chancen zu geben. Und natürlich im Endeffekt, dass wir einfach zu Hause mehr Punkte geholt haben als auswärts. Und in den Auswärtsspielen ist es uns eben nicht gelungen, wie in Erfurt, in Magdeburg oder jetzt in Zwickau etwas mitzunehmen, weil aber auch die Leistung nicht über einen längeren Zeitraum der 90 Minuten konstant war. Genauso war es auch am vergangenen Spieltag beim Gastspiel in Westsachsen. Allein für eine starke Anfangsphase gibt es nun mal keine Punkte. Knackpunkt waren die runden Bälle für Zwickau, die bei beiden Toren zu nur noch schwer zu verteidigenden 1:1-Situationen führten. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und wussten uns nur mit Fouls zu helfen. Das baut natürlich den Gegner auf, der weiß, dass es eine absolute Stärke von ihm ist. Auf der anderen Seite hat auch Zwickau gemerkt, nach dem frühen Rückstand, dass sie trotzdem ihr Spiel durchziehen, dass sie weiter dranbleiben, dass sie weiter aggressiv verteidigen und den einfachen Weg nach vorne wählen im eigenen Ballbesitz, um uns dann natürlich mit Standards, mit der Power der Fans auch beeindrucken. Das haben sie geschafft und ohne dass sie uns an die Wand gespielt haben, war es trotzdem so, dass sie dominant waren, von der Art in die Zweikämpfe zu gehen, uns abzukochen. Und wir haben uns eben zu leicht beeinflussen lassen und haben unser eigenes Spiel, wie es vielleicht in den ersten Minuten noch der Fall war, nicht mehr durchbringen können. Kritik von außen, vor allem in den sozialen Medien, prasselt aktuell auf Rafael Kotschow ein. Zu 1-2 Verbalscharmützeln hat sich Jenas Keeper auch in Zwickau wieder hinreißen lassen, sich dazu ein fast schwerwiegendes Abspiel geleistet. Rein von der Torwartleistung kann ich jetzt, gibt es für mich da keine Kritikpunkte, wo ich sage, er ist an dem oder dem Tor schuld oder sicherlich gab es einen Fehlpass in Zwickau, wo er eine Chance von Öztürk einleitet, aber im Großen und Ganzen hat er in den letzten Spielen kaum Möglichkeiten gab es, sich auch torwarttechnisch auszuzeichnen. Das heißt, er hat wenig Bälle aufs Tor bekommen, die er halten musste. Und von daher werden wir sicherlich mit ihm darüber reden, was er zu unterlassen hat, sondern es geht eher darum, dass er sich einzig und allein um seine Leistung kümmert und damit der Mannschaft hilft. Zum Helfen auf dem Platz reicht es bei einem hingegen noch nicht wieder. Doch Timmy Thiele läuft schon recht rund, hat in dieser Woche neben Einzeleinheiten auch schon an einem Mannschaftstraining teilgenommen. Ein Einsatz kommt bei ihm aber ebenso wenig in Frage wie für Manfred Starke, der sich in Zwickau ein Muskelfaserriss zuzog und entsprechend weder trainieren noch spielen kann. Sonst sind alle an Bord gegen den Liga-Primus aus Paderborn, für den es Spiel 3 einer englischen Woche ist. Das ändert für das Jena Trainerteam aber nicht wirklich etwas. Es gibt keinen Vorteil, es gibt auch keinen Nachteil. Es ist so, dass die Mannschaft zwar am Dienstag gespielt hat, einen Zweitligisten aus dem Pokal geworfen hat. Das heißt, es wird noch mehr Euphorie herrschen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist trotzdem die, dass man auch als Drittligist alle 3 Tage schon in der Lage ist zu spielen. Sie werden sich schon ordentlich regenerieren und werden hier frisch auftreten. Die Frage für uns wird nur sein, inwieweit können wir sie auch beeindrucken, inwieweit können wir das Spiel so offen halten, dass vielleicht der ein oder andere Schritt gegen Ende des Spiels vielleicht schwerer fällt für Paderborn. Trotzdem wird es so sein, dass die Mannschaft von Paderborn, die erst einmal verloren hat in der Liga, und zwar in Magdeburg, irgendwann auch wieder fällig ist. Nur 5 von bislang 39 möglichen Saisonpunkten hat der SC 07 aus Ostwestfalen nicht geholt, allesamt aber auswärts. Auch das sollte den FCC zusätzliche Motivation und Gewissheit geben, dass in Verbindung mit der aktuellen Heimstärke Favorit Paderborn durchaus knackbar ist.
Nun ist eine Reha alles andere als ein Ruhekissen, auf dem man sich fürstlich betten kann. Das ist auch nicht anders in den gräflichen Kliniken in Jena und deren ambulanten Reha-Zentrum in Lobeda, das seit nunmehr 3 Jahren kompetenter Partner unseres FC Carl Zeiss in Sachen Rehabilitation ist. Das ARZ direkt gegenüber vom Uniklinikum ist fast jedem bekannt, der schon einmal selbst eine Verletzung hatte und Reha-Maßnahmen brauchte. Auch für den FC Carl Zeiss ist das die Anlaufstelle, wenn Spieler nicht einsatzfähig sind. Und das ist in der jüngeren Vergangenheit recht häufig der Fall gewesen. Allein Kapitän Ecki hat sich hier fast unzählige Male behandeln lassen, vom Personal der gräflichen Kliniken in Absprache mit dem Betreuerstab des FCC. Verletzungen treten zumeist auf durch Fremdeinwirkung, beispielsweise nach Fouls oder wenn es bereits sogenannte Strukturschwächen im Körper gab, die dann aufbrechen. Da versuchen wir schon, dass jeder Spieler bedarfsgerecht an seinen Schwächen arbeitet, immer wieder vor jedem Training, nach jedem Training, dass er dementsprechend Hinweise bekommt, an sich zu arbeiten, permanent, ständig, und das ist so, das Risiko quasi zu minimieren. Also wir versuchen da schon mit den Spielern möglichst das Risiko gering zu halten, damit es eben erst gar nicht zum Ausfall kommt. Ein Spezialzentrum nur für verletzte Leistungssportler ist das ARZ aber nicht. Vor allem sind es in Anführungsstrichen normale Patienten, die sich hier behandeln lassen. Die Ausgangslage für Therapien ist in beiden Fällen übrigens recht gleich. Also es gibt einfach prinzipiell von medizinischer Seite her gar keinen Unterschied. Ein Sportler verletzt sich, ein normaler Arbeitnehmer verletzt sich, es entstehen Strukturschäden, es muss wieder was heilen und das dauert einfach eine bestimmte Zeit. Beim Sportler habe ich nur den Vorteil, dass er einfach ein anderes Leistungsniveau seiner umgebenden Muskulatur hat, dass er von einem anderen körperlichen Leistungsniveau in dieser Verletzung eingeholt wird und dass das einfach positive Effekte hat auf den Heilungsverlauf insgesamt. In beiden Fällen lautet das Ziel, den verletzten Bereich vollständig wiederherzustellen. Anfangs über manuelle Therapie, auch mit Hilfe von beispielsweise Strom. Möglich im ARZ und gern genutzt ist außerdem unter anderem die Reha-Therapie im Wasser. Unabhängig von der Art der Behandlung, ein Unterschied zwischen Leistungssportler und einem normalen Patienten bleibt. Denn nur ein Klientel muss am Ende wieder fit genug sein, um regelmäßig über die eigene Leistungsgrenze gehen zu können. Wenn es aber einen Arbeitnehmer betrifft, der beispielsweise eben nur einen Büroarbeitsplatz hat, dann kann es durchaus sein, dass der auch mit einer noch kleinen bestehenden Behinderung oder eben nicht vollständig ausgeheilten Zustand schon früher an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann, was dem Sportler immer verwehrt bleibt, weil der seine volle körperliche Leistungsfähigkeit braucht. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass der Profisport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen immer schneller werden, wodurch dementsprechend die Belastungen steigen. Nur wenigen Stammspielern ist damit eine Vielzahl von verletzungsfreien Spielzeiten vergönnt. Gerade so auch Zweikämpfe mit noch mehr Tempo, da ist natürlich auch immer mehr die Belastungsgrenze irgendwann der Strukturen erreicht, also das ist klar. Da gilt es einfach noch mehr an der Muskulatur, an den passiven Strukturen zu arbeiten, dass sie eben noch leistungsfähiger sind. Wie der Sport, so müssen sich dementsprechend auch die Behandlungsansätze weiterentwickeln, sowohl für die Vorbeugung als am Ende natürlich auch bei der Behandlung von Verletzungen. Beim Patientenvergleich Sportler-Nicht-Sportler nimmt eine Seite eine passive Vorreiterrolle ein. Ich habe in meinem Leben lang immer nur von den Sportlern für die Normalen gelernt. Ich komme ja aus der Sportmedizin, das heißt also, ich habe immer gelernt, dass ich jemanden ganzheitlich betrachten muss. Das heißt also, wenn ich eine volle Leistungsfähigkeit wieder entwickeln muss, muss ich alle Facetten seiner Beeinträchtigung kennen. Und das kann eben auch mal im psychischen Bereich sein, sodass ich ihm helfen muss, auch auf dieser Seite wieder stark zu werden. Und deswegen denke ich auch, die Methoden, die ein Sportler von uns erwartet, das heißt also, dass der Sportler natürlich uns fordert und auch neue Therapiemethoden einfordert, das ist das, was ich jederzeit auch auf eine normale Reha immer gern übertragen habe, auch in Zukunft zu handhaben werde. Ich könnte das alleine gar nicht bewerkstelligen. Das heißt, ich bin eigentlich in vielen Fällen erstmal nur Reha-Koordinator als Trainer aktiv. Und erst wenn die Spieler dann so langsam wieder spielfit sind und lauffähig sind, dann kommen sie zu mir. Also alles andere davor übernimmt Gott sei Dank das Reha-Zentrum. Und da bin ich auch sehr froh, dass sie das machen. Die haben auch eine super Kompetenz. Also die haben da einen ganz, ganz großen Anteil an der Rehabilitation der Spieler. So bitter es im ersten Moment klingt, aber mit fast jedem verletzten Profi ergibt sich zeitgleich die Möglichkeit, die Effizienz von Behandlungen zu steigern. Das kommt schlussendlich also irgendwie jedem zugute, der selbst mal eine Reha-Maßnahme braucht. Trotzdem dürfen Verletzungen und gerade schwere ruhig weiter die Ausnahme bleiben. Ja, zu unserem informellen Versorgungsauftrag zählen naturgemäß auch sinnvolle Produktempfehlungen, die Werbung. Training, Wettkampf oder Freizeitsport, Ausstellung, Börse oder Veranstaltung. In unserer hellen, barrierefreien Dreifelderhalle am Jänzigweg ist vieles möglich.
Mittels mobiler, schalldichter Trennwände kann die hochmoderne Halle schnell in drei Felder geteilt werden. Ausreichend Parkplätze, moderne Sanitär-, Dusch- und Umkleideräume sowie einen Catering-Raum komplettieren die funktionale Ausstattung. Rufen Sie uns an unter 03641 4000. Wir freuen uns auf Sie. Einfach besser wohnen. Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau Gera EG. Für jeden Anspruch die passende Wohnung. In Gera und Jena. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Also in Sachen Infrastruktur hat sich der FSV Zwickau mit 7 Meilenstiefeln nach vorn entwickelt. Ob allerdings auch die Bratwurst mit dem neuen Zwickauer Stadion Schritt halten konnte oder noch genauso leidlich wie im alten Sojus-Stadion ist. Wir haben den Test gemacht. Herzlich willkommen aus Zwickau, aus dem Stadion Zwickau. Heißt das jetzt? Ja. Nicht mehr seriös. Man ist auf der Suche nach einem Namen. Okay. Heute mit der Bratwurst am Sonntag. Zubereitung war tatsächlich auf einem Grill. Das muss man schon mal sagen. Und die Bratwurst wurde gewendet in einem Asbesthandschuh. Also das muss man dazu, das ist natürlich für einen Thüringer auch schwierig. Ja. Du hast schon reingebissen, du hast also schon so ein Vorgefühl. Ich versuch's jetzt. Also Preis 3 Euro. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass eine Wurst 3 Euro kostet. Finde ich ein Skandal. Das Senf ist gut. Das ist Bautzner Senf. Den kann man immer empfehlen. Also ich finde die Wurst zu, kann man das sagen? Zu, ja, weißwurstmäßig. Also mir schmeckt sie nicht. Tut mir leid. Die ist wie gekocht. Vorgekocht. Hm? Oder was auch immer. Brötchen ist gut. Brötchen ist Sonntag. Gut für Sonntag. Absolut. Mhm. Geschmack von der Wurst, naja, was ist da drin, Majoran? Ich denke, es ist Majoran drin, das ist nicht jedermanns Sache, gibt es in Thüringen auch. Ich sag's mal so, wir haben ja schon mal eine Wurst hier in Zwickau getestet. Also es ist ein Traditionsverein und sie pflegen Tradition. Es bleibt also dabei, die wird nicht wesentlich besser. Sie ist jetzt kein totaler Reinfall, nee, es gab Schlimmeres, aber sie ist eben auch nicht 1A. Definitiv nicht. Also, Preis geht gar nicht. Brötchen, okay. Senf, okay. Zubereitung, nee. Ey, die mit einem Handschuh. Das ganz mit einem schwarzen Handschuh. Zwei Bratwürste. Willkommen zum Querpass-Gewinnspiel, in dem wir zuletzt fragten, wie der noch amtierende Landespokalsieger Thürings heißt, der zum Finaltag der Amateure am 21. Mai 2018 leider spielfrei hat. Die richtige Antwort, und das in einer erfreulichen Anzahl kreativer Umschreibungen, wusste auch Jörg Walter aus München. Er darf sich somit über 2 VIP-Karten für das Spiel am Samstag gegen Paderborn freuen. Und damit kommen wir zur neuen Gewinnspielfrage. Dieses Mal möchten wir von euch wissen, in welchem Stadion unser FCC zum ersten Mal seine Visitenkarte in Paderborn abgab. Zu gewinnen gibt es 2 VIP-Karten für das nächste Drittliga-Heimspiel unseres FC Carl Zeiss Jena am 18. November gegen die Zweitvertretung des SV Werder Bremen. Eure Antwort sendet ihr bitte wie immer an aktion@jenatv.de. Einsendeschluss ist der 15. November, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ja, liebe Zeiss-Fans, liebe Shopping-Freunde, ihr habt euch beschwert.
Zu Recht, denn ihr geht durch die Kaufhallen und Supermärkte und werdet angesprochen von Schokoladenhüllkörpern, von Weihnachtsmännern, Spekulatius, Pfefferkuchen. Aber wir haben es mal wieder vertrieft. Wir sind spät dran, Christian, mit diesem Weihnachtskonvolut des FCKZ. Das finde ich auch traurig. Also es sind quasi noch 2 Monate bis Weihnachten. Also eigentlich ist vorbei das Weihnachtsgeschäft. Im Grunde ja. Wir machen es trotzdem. Ja, na, ich denke auch, dass da im Fanshop, dass da Konsequenzen geben muss. Da müssen Köpfe rollen. Selina, denke ich. Hat nichts damit zu tun, ist aber trotzdem schuld. Trotzdem finde ich, jemand muss dafür gerade stehen. Wir versuchen es zu retten, wir versuchen es zu heilen, was eigentlich nicht mehr zu heilen ist. Stimmt. Aber dafür geben wir heute Vollgas. Und das tat auch die Kreativabteilung in der Produktentwicklung des FC Carl Zeitlin. Das muss man wirklich sagen, denn was ihr dort seht, ist eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Bevor wir beginnen, finde ich, sollten wir uns auch entsprechend dem Anlass kleiden. Ich habe extra heute schon einen weihnachtlichen Schal. Ja, ich habe mich auch warm angezogen. Mhm. Ich lutsche einen Halsbonbon. Also ich kaue heute mal keinen Kaugummi. Ich habe Halsschmerzen. Aber unsere beiden Charakterköpfe. Mützenköpfe schreien. Ich will es gleich sagen, die kostet 7,95 und ist jeden Cent wert. Passt wie angekommen. Vielleicht eine Sache. Ja. Bitte, wenn ihr die Mütze aufhabt, nicht zu nah ans offene Feuer. Ansonsten ist es natürlich... Es wirkt brennbar. Naturprodukt. Okay, also das sieht man wirklich klasse aus. Klasse verkleidet, Spaß für die ganze Familie. Gibt es die nur in einer Größe oder gibt es die in verschiedenen Größen? Passt sich an. Ich denke, deine ist fast zu groß. Ja, okay. Lass uns also bleiben, denn es sind ja gute Produkte, die 7,95 Euro für diese Mütze. Ein Must. Ich muss sagen, kann man auch privat tragen. Nicht nur zu Hause, nein. Auch privat. Auch privat. Nicht nur zu Hause, auch privat. Ja. Beginnen wir mit dieser, wie heißt das, Baumspitze. Das ist in der Tat eine Baumspitze. Man kennt das. Papa geht in den Keller, sucht den Baumschmuck. Und was fehlt eigentlich immer? Die Baumspitze. Vorsicht. Die ist gut fixiert. Mhm. Und vor allen Dingen, sie ist im klassischen Blau. Und das ist das Allerwichtigste. Weihnachten verbringt man ja mit seinen Lieben. Mhm. Und mit wem sitzt man besonders gern unterm Christbaum? Mit dem FCC. Und das ist jetzt möglich. Also, traumhafte Farbe. Kann auch für alles mögliche andere verwendet werden. Das wollen wir nicht weiter ausführen. Wenn man hier oben ein Loch reinmacht. 13,95, der Preis auch, muss ich sagen. Quasi geschenkt. Ja? Im Grunde ja. Denn die Verpackung ist auch mit gleich dabei. Ist dabei. Und darf wieder verwendet. Du hast übrigens ein bisschen von deiner Mütze. Ist was. Ja, es ist halt ein Naturprodukt. Ja, genau. So. Jetzt haben wir hier 4 verschiedenfarbene Kugeln. Sind es 4 Farben? Ne, es sind 3 Farben. Es sind 4 Kugeln mit 3 Farben. Genau. Zu einem Preis. Genau. Blau, Gelb und Weiß. Klassisches Logo. Also ganz ehrlich, das ist eine Sensation. Absolut. Das wünscht man sich. Und der Preis ist eigentlich ein Witz. 16,95 € inklusive Verpackung. Ihr könnt die auch wiederverwenden. Und die Haken sind auch dabei. Nein, sind sie nicht. Die Haken sind nicht dabei? Sind sie nicht. Dafür könnt ihr allerdings die Verpackung benutzen, wenn ihr zu Oma geht, könnt ihr die leere Verpackung nehmen, um zum Beispiel die Klöße mit nach Hause zu nehmen. Ja. Also, praktischer Weiterverwendungsansatz kreiert von unseren Produktentwicklern. Dolle, tolle Sache. Also wie gesagt, 16,95. Wir haben jetzt schon im Bild eigentlich die Kugel gehabt, nämlich die schwarze Gothic-Kugel. Es gibt ja viele Weihnachtsmuffel. Ja. Wir haben den Ausweg für euch. Wir haben den Black Exit. Da ist er. Für steht da noch was drauf hinten? Oder ja, steht was drauf. Pass auf. Es steht drauf, Rock'n'Roll im Paradies. Also. Rock'n'Roll im Paradies, jawohl. Kann man also beidseitig verwenden. Da kann man auch mit Pommesgabel unterm Baum sitzen und fühlt sich wie zu Hause. Und vor allem der Preis. Ulle, sag du es. 8,95 € für eine. Quasi auch geschenkt. Es sind halt, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, es sind... Handbemalte, Mundgeblasene Kugeln. Es ist was Besonderes und das soll man auch beim Preis merken. Es ist ganz klar, wie alles, was wir vorstellen, ein Premium-Produkt. Dann hätten wir diese wunderschöne Tasse. Wir wollen es rund machen, ihr merkt schon. Ja, also vorne, wie immer, das Logo. Mhm. Und auf der Rückseite... Trag du es vor, bitte. Du bist da künstlerisch. Sind die Lichter angezündet, ist Weihnachten oder Flutlichtspiel im Paradies eine sehr optimistische Annahme. Zumindest, wenn man das in diesem Weihnachten noch erleben möchte. Aber man kann es sich ja dann auch unterm Christbaum noch mal wünschen. Genau. Man arbeitet dran, die Tasse
Die kostet wie immer 13,95 Euro. Komm, wenn man einmal dabei ist, Geld auszugeben, nimmt man die gerne so mit? Bei drei Sätzen Kugeln vertanzt sich das. Das vertanzt sich also absolut und muss man unbedingt haben. Zu guter Letzt, 24 Türchen mit dem Süßesten, was Jena zu bieten hat. Das erklärt vielleicht auch, warum man auch versuchen sollte, einen Kader schlank zu halten. Denn sonst geht das große Hauen und Stechen los. Wer ist mit dabei auf dem Weihnachtskalender des FCC? Wollen wir mal kosten? Also, wenn ihr schon immer einen Spieler des FC Kaisers Jena vernaschen wolltet, hier habt ihr die Möglichkeit. Und wen vernaschst du? Ein bisschen Mathe ist auch dabei. Tatsächlich. Ich nehme mal eins. Komm, du nimmst die Matheaufgabe. Ich nehme gar. Wo ist denn eine Matheaufgabe? Ah, 26 minus 10. Panne, komm. Ich krieg die Panne nicht auf. Oh, wunderbar. Ha? Individualisiert. Ein Elefant? Eine Paprikaschote mit Mütze. Tolle Sache. Warte, ich würde mal den Niklas probieren. Und was ist da drin? Hey, siehst du was anderes? Eine Laterne. Eine Laterne mit einem Info-I. Und? Schmeckt pomfortionös. Ich kann nur eins sagen. Weihnachten in Familie. Aurora La Casa auf der Langspielplatte. Aber Schokolade und Dolo Dubendan ist keine gelungene Mischung. Nein. Ansonsten gültet's. Sonst super. Ich würde sagen, wenn ihr einmal dabei seid, irgendetwas davon zu kaufen, kauft alles. Genau, 7,95 Euro kostet übrigens, nee, 9,95 Euro kostet der Kalender. Das sind jetzt natürlich Beträge, die wir im Kopf nicht mehr rechnen können. Deswegen hole ich jetzt meinen Taschenrechner raus. Und Gott sei Dank habe ich das neue iOS noch nicht drauf, also der geht auch noch. 16,95 die Kugeln. 8,95 Euro die eine Kugel. Die Mütze 7,95 für das Naturprodukt. Der Kalender 9,95 Euro inklusive Schokolade und mehrere Türchen. Die Tasse 13,95 mit praktischer Einfüllöffnung. Die Spitze 13,95. So, da sind wir bei. Weit unter 100 Euro. 71,70 Euro. 71,70 Euro im Paket. Ja. Und wo können wir das Geld ausgeben? Natürlich im Fanshop, im Stadion oder im Internet unter www.fcc-fan-shop.de. Frohe Weihnachten. Ja, liebe Zeiss-Fans, es ist ein Weilchen her, dass wir es das letzte Mal zu Hause mit dem SC Paderborn zu tun hatten. Damals am 15. November 2008 verlor unser FCC mit 2:4. Dann kann sich zum Glück kaum noch einer erinnern, weil aufgrund einer DFB-Strafe lediglich 2500 Zuschauer das Spiel im Stadion mitverfolgen durften. Einer, der hingegen nichts vergisst, ist der tolldreiste Tom. Die Gegnervorstellung. Der Sportclub Paderborn 07 geht quasi auf gleich vier Vereine zurück. Die 20-köpfige Arminia und den SV 07 aus dem Stadtteil Schloss Neuhaus, den FC Preußen Paderborn 08 und den TuS aus Sennelager. Auf eine ganze Reihe von Umbenennungen, Fusionen und Abspaltungen folgte vor gut 30 Jahren der Zusammenschluss zum mehr oder weniger heutigen SC 07. Eine Zweitligasaison gab es davor, woran erst 2005 angeknüpft werden konnte. 2008 ging es für ein Jahr nochmal runter in Liga 3, 2014 stiegen die Ostwestfalen in die Bundesliga auf. Doch teuer bezahlt. Nach zwei Abstiegen in drei Jahren rettete den SC in diesem Sommer einzig das Lizenzproblem von 1860 vor der direkten Talfahrt von Liga 1 in Liga 4. Klar, die eine Bundesliga-Saison war der bisherige Höhepunkt. Ähnlich hochgehalten wird in der Stadt am kürzesten Fluss der Republik aber, dass man es seit Dienstag nun zweimal ins DFB-Pokal-Achtelfinale schaffte. Und diesmal ohne fremde Hilfe. 2004 war ein gewisser Heutzer daran nicht unbeteiligt. So sportlich katastrophal die vergangenen drei Spielzeiten waren, so gut läuft's derzeit. Paderborn hat den mit Abstand gefährlichsten Sturm der Liga und ist fast folgerichtig Tabellenführer. Einzig beim 4:4 zum Saisonstart in Halle und beim 0:1 in Magdeburg gab es Punktverluste. In der Liga gab es zuletzt ein 3:0 gegen Aalen, am Dienstag schossen die 07er Zweitligist VfL Bochum aus dem Pokal. Sechs direkte Duelle mit dem FCC hat es bisher gegeben, die ersten vier in Liga 2. Die Bilanz ist völlig ausgeglichen. Die beiden Paderborner Siege stammen aus den letzten beiden Aufeinandertreffen in Liga 3. Das in Jena endete aus FCC-Sicht mit 2:4. Dotschef hieß der Trainer damals, Baumgart heißt er heute. Der frühere Erst- und Zweitliga-Profi übernahm den Posten im April und durfte trotz des sportlichen Abstiegs bleiben. Kein Wunder, mit dem gebürtigen Rostocker an der Linie verlor Paderborn in 25 Spielen nur einmal. Im Kader fallen derzeit vor allem Spieler mit ostdeutscher Vergangenheit auf, wie Sven Michel. Der vom Flügel zum Mittelstürmer umgeschulte Ex-Cottbusser führt die Ligatorschützenliste mit 10 Treffern an. Auch im Pokal am Dienstag netzt er einmal ein.
Verzichten muss Paderborn hingegen auf Dennis Rebini. Der Ex-Hansa- und BFC-Angreifer ist neben Michel mit 7 Toren und 8 Vorlagen der beste Scorerpunktesammler des Teams. Er verletzte sich am Dienstag am Knie und fällt erstmal aus. Mit Ben Zulinski, vor allem aber mit Robin Krause, verfügt das Team auch über FCC-Erfahrung. Kampfschwein Krause wurde in Jena ausgebildet und wechselte in der 2016er Winterpause zum SC, wo aktuell kein anderer Feldspieler mehr Liga-Einsatzzeit hat. Liebe Zeiss-Fans, das war sie schon wieder, die neueste Ausgabe vom Pure Querpass, dem FCC-Fanmagazin. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten und bestens informiert über das Spiel am Samstag. Und zwar so gut, dass nun auch der letzte Zweifler sich einen Ruck gibt, um am Samstag im Stadion dem FC Carl Zeiss gegen den Tabellenführer die Daumen zu drücken. Wir sehen uns also immer ins Abesportfeld und sowieso, wenn ihr mögt, zur nächsten Ausgabe von Querpass. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.